Sie sehen aber nicht aus, als wenn sie uns angreifen wollen, oder? Sie sehen aus, als Miss, wenn sie schon seit missgelaufen. 30, als wenn sie schon seit 30 Jahren hier und würden gute mittelreichische Soldaten von hinten abschlachten. So sehen sie aus. Aber Die wir Welt können ist uns dieser schön. Tage unsere Verbündeten wohl nicht aussuchen. Die Welt ist schön, Brüder, Schwestern. Aber ihr seid wahrlich einzigartig. Wer ist der Kapitän? Ich trete vor. Das bin ich. Jetzt werde ich abgestochen. Ich sehe es kommen. Wir sind Wipfeltiger. Wann hattet ihr vor, wieder zu verschwinden? Derzeit nehmen wir Vorräte auf. Das beantwortet die Frage nicht. Wir hatten durchaus vor, Maraskan wieder zu verlassen, sobald es frei ist. Etwas, das euch durchaus gelegen kommen sollte, oder nicht? Selbstverständlich. Ich vermute, ihr seid, nun ja, einer anderen Organisation zugehörig als diejenigen, die ihr in unser Reich geschickt habt. Wir sind keine Afarias, falls ihr das meint. Ungeschaffene. Sie sind kopflos, geflohen durch den Dschungel und haben es wohl nicht geschafft. Größtenteils durch eure kräftige Mitarbeit, nehme ich an. Ihr habt die Maraskaner freigelassen? Selbstverständlich. Jedermann, der hier ist und nicht in Ketten liegt, versteht sich, ist ein freier Mann und darf tun und lassen, was er will. Also gut. Wir heißen euer Schiff nicht gut. Wir hassen alles, was ungeschaffen ist. Aber wir respektieren das, was ihr tatet. Der Mann, der gerade gesprochen hat, knotet sich einmal ein Tuch ab und gibt es euch drei verschiedene Farben darauf und reicht es dann Jala an. Nehme das an. Ich sehe ein wenig verwirrt aus, weil ich nicht weiß, was man mit dieser Geste anfängt. Na doch, du hast solche Tücher schon gesehen. Damals wurden damit die einzelnen Gebiete und Reiche abgesteckt. Stimmt, im Dschungel, wo die, wie hießen sie noch gleich, ihr Gebiet abgesteckt haben. Aber warum gebt ihr mir das? Damit werdet ihr nicht sofort erschossen, falls ihr euch in den Wald hineinwagt. Als wir dies denn überhaupt jemals tun müssen. Eine sehr großzügige Geste. Wir danken euch. Es ist lange her, dass ein letztes Mal Menschen wie ihr, Fremdijis, durch unser Reich gelaufen seid. Wir Etwa. hoffen, wir können dazu beitragen, dass bald wieder viele gute Menschen hier wandeln können und niemand mehr um sein Leben fürchten muss. Was er meint ist, dass das letzte Mal, als ich und meinesgleichen auf dieser Insel waren, es nicht gar so gut zwischen uns lief, nicht wahr? Nun, wir hatten damals mit NGZAP einige Leute dabei, die sie durch den Wald geführt hat. Aber ja, wir hatten viele Probleme mit Hafaias, mit Fremdijis, mit Garethias. Und daher sind wir doch gerne unter uns. Wir bedanken uns bei euch für die Freilassung der Maraskaner, unserer Brüder, unserer Schwestern. Was ihr mit diesem Dorf, mit diesem Ort anfangt, sei uns gleich. Die Wildnis wird es sich bald zurückholen. Und wir werden unseren Kampf weiter fortsetzen. Sollten die anderen wieder zurückkommen, die Hafaias. Solange wir denselben Feind bekämpfen, hoffe ich, dass wir miteinander auskommen. Dies ist unsere Heimat, denkt daran. Selbstverständlich, und wir wollen euch helfen, sie wieder zu befreien. Dann füllt eure Vorräte auf und macht euch wieder fort. Wir werden euch weiter respektieren. Allerdings seht ihr für uns alle gleich aus. Also, wenn ihr
dieses Zeichen von uns nicht tragt, könnte es sehr bald sein, dass ihr von oben nicht mit freundlich, nicht freundlich begrüßt werdet. Wie dem auch sei, wenn noch etwas sein sollte, dann fragt nach Orsijin. Orsijin vom Hira. Wir können nicht für unsere anderen Brüder und Schwestern sprechen, für die anderen Clans, aber in unserem Reich werdet ihr nicht angegriffen. Und das ist alles, was wir hier verlangen können, nicht wahr? Mehr bekommt ihr nicht. Dann auf ein ruhiges Miteinander. Ja, du kannst auch sehen, wie wohl auf der flickigen Rüstung von dem einen umgedrehtes Reichswappen zu sehen ist. Also hat wohl definitiv irgendeine Retrogarde mal angegriffen. Und ja, seitdem wird diese Rüstung von den Wipfeltigern getragen. Gut. Ich wende mich dann auch zum Gehen. Ja. Ohne Abschied. Sie verschwinden auch wieder im Wald. Verfluchte Maraskana. Nun, das lief weit besser, als ich erwartet habe. Täuscht euch nicht, die werden eines Tages ein Problem. Nun, jedes Problem, das nicht heute ein Problem ist, ist ein gutes Problem, oder nicht? Wir haben genug, was wir aktuell tun müssen, um uns Sorgen zu machen darüber, was wir eventuell morgen tun müssen. Das ist wahr. Solange Hafax seinen Einfluss über die Insel erstreckt, werden sie uns in Ruhe lassen. Und danach. Das liegt in weiter Ferne. Sobald Maraskan wieder frei ist, wird sicherlich auch die Gelegenheit sein, um neue Bündnisse und neue Verhandlungen zu reden. Ah, Senores, hier seid ihr. Ich habe die Gefangenen verstauen lassen, so denn möglich. Unsere Zellen sind voll. Gute Arbeit. Dann sehen wir zu, dass wir sie nach Konchom schaffen. Die mittleren Norzen werden verladen oder bleiben die hier? Lass sie hier. Si, Senores. Noch etwas, was wir wissen müssen? Ich schau Jana an. Wie viele Truppen wollen wir hier lassen? Den wir im Ort halten. Erst einmal müssen wir schauen, wie viele Zivilisten hier bleiben. Aber ich dachte, wir lassen einfach nur die bekehrten Gefangenen hier. Denn, wie gesagt, sie können sowieso nicht weg. Wir müssen jemanden hier lassen, der das Kommando übernimmt. Das ist wahr. Habt ihr eine Idee? Nun, die Söldnerführer würde ich gerne nicht unbedingt hier lassen. Jemanden, dem man vertrauen kann. Jemanden von eurem Rang. Die Anzahl an Menschen, denen ich trauen kann, ist in letzter Zeit stark und schnell gesunken. Soweit ich weiß, gibt es noch einen anderen Ritter auf dem Schiff? Abgesehen von eurer kürzlich beförderten Knappe natürlich. Stanislav. Die Saison, verdammt. Es gibt einige Ritter auf dem Schiff. Nun würde einer von denen in Frage kommen. Ich werde mit ihm reden, aber gefallen wird es ihm auf keinen Fall. Wir könnten Ogdan hier lassen. Aber der wird es uns auch danken. Ah, ist nicht Stanislav, es ist Verunjev. So, sorry. Ogdan ist der erste Mart. Ich denke nicht, dass er das Schiff verlassen sollte. Ich denke auch nicht, dass man ihn bei den preisgläubigen Gefangenen auf demselben Ort lassen sollte, zu lange. Nun, also, er würde es sicherlich begrüßen, um all die Menschen zu bekehren. Was ist mit Potro? Fühlt sich doch zwischen den ganzen Söldnern sowieso verschwendet. Nun, das ist eure Entscheidung. Ihr kennt ihn ja besser als ich. Ich werde zuerst mit dem Ritter sprechen. Oh, oder Alrixey. Oder Jagold. Jagold macht da nicht mit. Gut, schauen wir mal. Ja, ich gehe dann zurück, ich schüttel nochmal den Kopf. Von wegen Freies Maraskan und so. Ja, genau. Und dann geht's. Ja, zur Arche. Ja, gut. Ihr seid wie gesagt vollgetankt, die Waren sind verladen, ihr habt geplündert, habt auch neues Bauholz mitgenommen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es auch da lassen. Seid zumindest jetzt ziemlich gut beladen.
Verfluchte. Ich weiß, ich habe gerade das Gegenteil gesagt, aber mir fällt gerade auf, wir müssen doch eine mittlere Rotze verladen lassen. Dann nehmt ihr eine neue mittlere Rotze mit. Ist okay. Wo soll die hingestellt werden? Frachtraum. Dafür euer Schiff, ne? Nee, zu verkaufen. Wir sind etwas knapp, was das Geld angeht. Und ich weiß nicht, ob wir zwischendrin genug auftreiben können. Also ist das hier die Versicherung. Im Notfall können wir sie immer noch wieder ausladen oder aufmontieren. Nach Kontium ist es ja nicht weit. So, hat noch jemand was zu tun? Sonst klappe ich jetzt die LSD-Saale ab. Wir stellen einen ab und dann können wir fahren. Also die 30 bekehrten Gefangenen sollen hier bleiben? Ach richtig, den wollte ich nach einer Ansprache halten. Sie stellen, wenn gerade verladen wird, lasse ich die draußen einmal alle antreten. Ja. So. Sind euch immer noch Gefangene. Ihr seid hier, weil ihr euch gegen die Götter und das Reich verraten habt. Und weil euch einfach umzubringen bedeuten würde, dass man zugibt, eure Seele nicht mehr retten zu können. Wenn wir euch jetzt in Borons Hallen schicken und ihr vor der Seelenwaage steht, wäre sie doch sehr zu euren Ungunsten belastet. Dann solltet ihr hier, solange Praias Licht euch noch erreichen kann, die Gelegenheit, Buße zu tun für eure Taten. Könnt ihr hier auf Maraskan tun und euch selbst vor der ewigen Verdammnis retten. Für Praios. Für Praios. Ja, wenig inspirierend, aber genau, du verstehst, was ich meine. Gut, weiteren Offizier, den ihr abladen wollt, sonst geht's los. Oh, richtig, müssen wir jetzt rumgehen. Ich würde zuerst mal den Ritter anhauen, Firuniev. Jo, alles klar, bleibt hier. Er macht das, okay. Dann hat er hier das Kommando und brennt mir hoffentlich die Bude nicht ab. Das war einfach. Das war einfach. Er hat ja auch nicht viel zu tun. Ja, und sonst, gegen irgendwelche als Ritter, so als Ritter weiß er, wie man ein kleines Dorf in Schuss hält. Ja, gegen irgendwelche Hartfax-Typen zu verteidigen ist ja easy. Ja, er hat halt gerade keine Mittel, er kann halt nur in der Taverne, in der Schenke sitzen mit seinen bekehrten Laufen. Gefangenen und naja, er hat keine Leute, kann jetzt versuchen, die bekehrten Gefangenen noch zur Feldarbeit anzuleiern, aber solange ihr das nicht wirklich bewirtschaftet von eurer Seite aus, kann man hier wenig gerade tun. Ach ja, das ist die Frage, die Zivis sind alle mit den Wiffeltigern mitgegangen? Ja. Gut, Dorf ist also leer. In dem Fall, ja, kann er sie irgendwie motivieren, ein bisschen Befestigung zu bauen und da hört's auf. Ja, richtig. Also das könnt ihr halt den ganzen lieben langen Tag machen. Genug Bauholz könnt ihr den dann, wie gesagt, da lassen. Werden die weiter verstärken. Ich lasse noch ein extra Fass rum abladen. Ja, ist okay. Gut. Dann alle mal auf ihre Posten. Wir können abfahren. Dritter Fax. Dritter Fax. Ja, gemeinsam mit Ahmad als Steuermann, der jetzt Ephadaios abgelöst hat. Ein sehr merkwürdiges Gefühl. Der Ahmad würde auf jeden Fall sehr viel bei den Kartografen sitzen und den beraten lassen, in welche Richtung er jetzt überhaupt lenken muss, weil er sehr wenig Verständnis für Seefahrt und Bootefahren hat. Wie möchtet ihr Kunchum anlaufen? Ich vermute, ihr wollt nach Kunchum, richtig? Natürlich. Ja. Moment, ich muss eine Karte herbeisuchen. Wie weit ist die Feuerjin schon wieder in Betrieb? Ich muss gerade überlegen. Ich hatte gesagt 40 Tage, oder? Wir haben das auf 11 Tage runtergekürzt. Ich glaube 20 Tage und oder 13 oder sowas. Und Ephadaios kann jetzt ja mittlerweile nicht mehr helfen. Also du kannst damit wieder jetzt, weiß ich nicht, 3-4 Fahrten kannst du machen, aber das ist auf alle Fälle noch nicht fahrtüchtig, so dass es schnell ist und dass das Spaß macht. Man kommt damit ans Ziel. Problem ist, wenn wir Ahmad hier lassen, kann niemand die Arche, wenn wir die Arche danach gesteuert haben müssen, können wir Ahmad nicht hier lassen. Das heißt, wir müssten wieder in den Sümpfen an Land gehen. Da dann von da aus die Feuer-Gin nehmen. Also es sind 130, 150 Meilen, je nachdem wie man fährt. Ich glaube auch so 20, 30 Meilen außerhalb von Kuntjom, irgendwo im Flussdelta, im Manadi-Delta, das sollte wieder der Plan sein. Weil ich will nicht die Arche irgendwo im
in der Bucht im Wasser einfach hängen lassen und dann kommt, was weiß ich, für ein Schiff vorbei und wir sind nicht da. Wir klauen wieder ein Piratenschiff. Wir haben doch ein Schiff, wir müssen kein Piratenschiff klauen. Aber wir können auch einfach noch eins klauen. Profit. Profit ist immer gut, das ist richtig, aber nicht auf Flusspiratenschiffen. Da kommt Achmacht wieder. Warum greift ihr das Schiff an? Wir sollten Achmacht wirklich irgendwie irgendwo unten einsperren, wenn wir irgendwas finden, was wir angreifen wollen. Ihr solltet ja eine Steuerbaum ketten. Also auf der Arche würdet ihr mich leider schlecht festhalten können. Weil die gehört jetzt mir. Muahahaha. Wir geben dir irgendeine Aufgabe, die dich beschäftigt. Alles klar. So, das ist ganz normales Gehen, das kostet uns 7,5, also 8 Handlungspunkte. Also genau, es sind, ich muss gerade mal, Entschuldigung, wir fangen hier an bei Helmport, stecken uns hier ein Ziel rein, sind bis hierhin, sind das 150 Meilen. Ordentliche Strecke. 150 Meilen und ihr müsst alle 20, müsstet ihr was bezahlen. Wird in 2 Tagen erledigt, oder? Das müsste ich mir jetzt gerade mal angucken. Was hatte ich gesagt? Wie ist die Geschwindigkeit von euch? 18 war das, glaube ich. 28. Das sind 28 Meter pro Stunde. Ja, Kilometer pro Stunde. Und wir hatten gesagt, es sind 150 durch 28,8. 5 Stunden? Ist das so schnell? Ja. 5 Stunden. 28 Kilometer die Stunde. Ordentlich. Ordentlich. Wow. Wir sind noch 5 Stunden haben jetzt gebraucht. Wie bitte? Ja. 5 Stunden. Also 3 Stunden oder so braucht man. 5 Stunden und ja, wie gesagt, 15 durch 2 Handlungspunkte. 7,5 sind, ihr müsst voll bezahlen, sind 8 Handlungspunkte weniger. Habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist eine gigantische Strecke. Ihr lauft einfach durch den Sturm hindurch, als wäre es nichts. Auf der anderen Seite regnet es diesmal. Wir haben es ja immer noch Winter, leicht abklingt, bald ist Frühling. Aber auf der anderen Seite regnet es zu eurem Verdruss, sodass ihr dann 5 Stunden lang, beziehungsweise 4 Stunden lang, durch Regen marschieren müsst. Ist aber auch kein Problem, ihr braucht keine Leute in den Segeln. Die Moral ist von Seemännern einfach komplett egal. Und nach 5 Stunden erreicht ihr das marschige, sumpfige Delta von Kunchu, von Manadi. Und natürlich die Zeit nutzen lassen und zwischendrin schon die Feuerjin zu beladen. Ja, könnt ihr beladen. Ja, ich würde auch. Die eigentliche Ironie ist jetzt, dass ihr 2 Tage mit der Feuerjin braucht, von Manadi hier bis da. 2 wow. Tage. Wow. Das ist die eigentliche Ironie des Ganzen. Dann befinden wir uns am 5. Fex. Ihr habt die Feuerjin beladen mit euren Waren. Eine kleine Rumpfmannschaft, damit das eben befahrbar ist. Lasst ihr den Rest zurück. Haben wir überhaupt die Männer, die das Ding fahren können? Klar. Uktan, die Zimmermänner und ein paar von den Söldnern werden da auch machbar sein. Ja, richtig. Ich denke, ich werde die Leute auch genug instruieren können, dass sie das vernünftig fahren können. Ja. Und damit wechseln wir auf die Kunchok-Karte. Ich würde auf dem Weg natürlich auch einmal nochmal Yalan zur Seite nehmen und mit dem nochmal reden wollen. Natürlich, natürlich. Was gibt es denn? Wir haben ja einige Gefangene genommen. Wir werden keinen in die Sklaverei verkaufen. Ah, zu schade. Seid ihr sicher? Südländische Barbaren. Unser Geweihter hat einen Sklaven. Ja. Und daran beschwert ihr euch nicht. Richtig, aber seine Eltern sind freiwillig in die Sklaverei gegangen. Das ist nun mal etwas, woran ich nichts ändern kann, ohne eine größere Verstimmung bei ihm auszulösen. Deswegen müssen wir auch lange nicht neue Leute in die Sklaverei verschicken. Wenn wir geben sie den Pyros Tempel, der wird entscheiden. Gerecht über sie richten. Nun, das wäre doch sehr. Trotzdem sehr euch anhalten, dass wir ein gutes Kopfgeld für sie rausholen. Hoffentlich lässt sich da was machen, aber es wäre schließlich nicht sehr teuer gefährlich, wenn wir sie einfach zu unserem eigenen Profit und ohne Prozess in die Sklaverei verschicken würden. Das würde ich natürlich niemals vorschlagen. Doch Leute, die seelengeprüft sind und hier in den Tolerien landen vor allem, können durchaus in die Schutzsklaverei übergehen. Es ist egal, hier herrschen ordentliche mittelreichische Sitten. Nicht in Kunchum, nein. Nicht in Kunchum, ich meine auf dem Schiff. Nun, ihr wollt den Kunchum verurteilen lassen und was meint ihr, was mit ihm passieren wird? Preiskirche in Kunchum steht dem Reich immer noch sehr nahe. Sie werden das Richtige tun. Nun gut. Ja, immer
Ja, dann am 5. Vex lauft ihr, ja irgendwann am frühen Morgen, lauft ihr in den Seehafen von Kontium ein. Überall wieder geschäftiges Treiben. Ihr hattet auch auf dem Weg, in den 5 Stunden hattet ihr viele Händler gesehen, die wohl aktuell unterwegs waren. Den konntet ihr allerdings immer aus dem Weg gehen, hattet noch kurz mit eurem Fernglas durchgespäht. Das waren auch alles ja, mittelreichstreue oder thulamidenreichische Wappen. Also nichts, was sich jetzt irgendwie zu überfallen lohnen würde, es sei denn, ihr möchtet eben als Piraten in die Geschichte eingehen. Helden würden so etwas nicht überfallen, die drehen ab vom Kurs und ihr dann ebenso, um da dann ja, keinen Stress aufkommen zu lassen. Mit eurer Voyagerin begegnet ihr wenigen Leuten, ihr könnt auf dem sumpfigen Delta wohl noch versteckt einige Leute erkennen, die da wohl sitzen, hocken, teilweise aber auch dann noch weiter sich verzogen haben. Also es ist wenig los in den Delta-Bereichen. Wenn ihr denn allerdings auf die offene See fahren würdet, da dann mehr, aber das schafft die Voyager zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Die Voyager ist ja sehr stark beladen mit den ganzen Sachen, die ihr da erwirtschaftet hattet. Und als ihr dann in den Seehafen einlauft und dann an eurem Kai im unteren südlichen Bereich festmacht, könnt ihr dann auch sehen, wie wohl ein Bediensteter vom Hafen über den Steg anläuft und euch dann ja, ausschweifend begrüßt. Salam alaikum, alaikum assalam, Effendi. Schön, dass ihr hier seid. Ihr habt Ware, sehr gut, gut. Ich schätze, Steuern. Hinter ihm kannst du auch erkennen, oder könnt ihr erkennen, wie da wohl 3, 4 Wachen auch noch stehen und gelangweilt zugucken, wie da wohl der Hafendienstleiter auf euch zuläuft. Seht ihr, und deshalb bin ich kein Händler geworden. Soll ich das übernehmen? Bitte. Ansonsten artet das hier wieder in einem kleineren diplomatischen Zwischenfall aus. Nun, verdammte Kutsche, sagen wir es so, es ist weit einfacher, als wenn man in einen Anverein fahren möchte. Dort an den schwarzen Festungen vorbeizukommen, ist immer eine Qual und fordert immer sehr viel Bestechungsgeld. Schafft mir einfach diese verfluchten Thulamiden vom Hals. Zu Befehl, Captain. Danke. Khan, Matmahamalat, Anna Yunka in Tasulek, Natgir. Ich kann euch helfen, mein Schätzen. 10% Kuntium, gut. Er deutet auch wieder mit seinen Händen und wo kommt ihr her, Effendi? Ah, Maraskan. Schön, Schiff, Maraskan. Ah, Sturm. Gut, Sturm. Minai an Tuma. Ja, aber wir kennen Schätzenware. Wir wissen, wie das geht. Ah, sehr gut, sehr gut. Was habt ihr geladen, Effendi? Datteln, Feigen, Nüsse, Kamele, Rohrzucker, Holz. Stahl. Stahl. Sulp. Und dann geht er einmal auf das Deck und würde ganz gerne einmal das Schiff inspizieren, die Laderäume sich angucken. Wie viel Bedeckung bringt er mit? Er ist allein. Okay, ja, kein Problem. Ich möchte noch mal ganz kurz was anmerken, was ich komplett vergessen hatte. Und zwar Ephadaios. Den haben wir jetzt auf dem Schiff zurückgelassen. Könnt ihr noch mitnehmen. Und der... Also ich hätte ihn gerne dabei. Ja, dann müssen wir aber Kohlrab mitnehmen. Okay, dann müssen wir aber Kohlrab mitnehmen und die zeichnen einen Kreis und alles. Dann brauchen wir wahrscheinlich Leitlinge. Nee, der ist ja schon komplett gesichert, wenn wir da mit diesem Metall und so weiter da. Wir hatten ja Maraskan. Ich hätte trotzdem gern Kohlrab dabei. Ah, wenn du so eine Pussy bist, dann nehmen wir halt Kohlrab mit. Also, ja, ist jetzt, zumindest ist jetzt, die Voyager, die Voyager ist jetzt. Das ist jetzt wichtig. Wen wollt ihr alles mitnehmen? Dann guckt ihr mal bitte auf eure Gezeitenspinne. Deswegen haben wir das extra sortiert: Spielercharaktere, Leibgarde. Kohlrab, Ephadaios. Und die Matrosen. Moment, wo? Ich sehe da noch nichts. Moment, ich arbeite dran, ich muss jetzt wieder auf die Zeit spielen. Arbeite mal bitte dran und dann kannst du reinziehen, rausziehen, wenn du alles willst. Zieh mir die mal bitte irgendwie in dieses Initiative-Kästchen hier. Oder da. Ja, das ist auch okay. Ja, ich sortiere die erstmal schon. Ja, auf. Reicht, okay. Wo ist meine werte Frau? Aha, da ist Potro. Wo ist meine werte Frau Ex-Knappin? Und dann bitte mal da lassen, wo sie jetzt sind und mit STRG C, STRG V auf die Kuntium-Karte kopieren. Was passiert dann, ja. Gut. Ja, der Händler schaut sich dann mit Hilfe von Chiaras, schaut sich das Schiff an. Ist ein bisschen verwundert über dieses ganze, über die ganzen Leute, die hier dann sind und sich im Rumpf irgendwo verborgen haben. Gerade bei dem Zustand des Schiffes, wo die alle herkommen. Aber das kümmert ihn dann nicht. Er schreibt so ein bisschen auf und fordert dann 10% ein von den Waren, die ihr geladen habt.
Ja, ich versuche natürlich so weit wie möglich den Wert des Ganzen runterzuspielen. Das ist ja nur billiges Eisen, das kommt Ja, ja nee, nicht von weit. er würfelt mal und du kannst auch gerne dagegen würfeln. Auf Handeln? Schätzen, schät, schät, nee, Schätzen? Schätzenprobe, Oh, schätzen. schade. Ich will eine Schätzenprobe und die ist konträr gegen seine. Wie viele Matrosen brauchen wir denn? Reichen Potro und die Seefahrer oder brauchen wir mehr? Er hat 9 Punkte über. Acht. Die verdammte Chip, 19. ja, dann, Chip, benutzen Chip! Ich hab keinen, der ist verbrannt. Oh. Das ist schade. Ja, er lächelt dir an. Ja, wie gesagt, ich habe Frau und Kinder und Kuntium muss atmen, leben. Kuntium muss groß werden. Blutige See, alles. Ja, ich habe auch Frauen und Kinder. Wen Fünf wenig, Frauen und ja. 18 Kinder. Genau. Komm gerne mal zum Tee vorbei. Ich wohne da und da und dann setzen wir uns gemeinsam hin und du kannst meine Kinder kennenlernen und er lädt dich dann heute Abend um 19 Uhr zu sich zum Tee ein. 10%. Und wenn ihr jetzt ja, Stahl im Wert von 1500 Dukaten geladen habt, dann wird er euch jetzt eine Rechnung über 150 Dukaten geben. Und das Kleinzeug rechnet er uns nicht ab, das ist aber großzügig. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Okay. Mein 1500 Dukaten, 150 Dukaten Rechnung. Ja, wird dann wohl bezahlt. Ja, gut. Immerhin müssen wir keine Liegegebühr bezahlen, das ist doch schon mal ein Anfang. Das ist zumindest gut, ja. Ja, dann könntet ihr das, die ganzen, ja, es wickelt das so ein bisschen mit Ragnar ab. Ragnar kommt dann auch irgendwie vom Schiff runter und wird sich dann da gemeinsam mit Fiona um das Abladen kümmern, sodass ihr dann frei seid und euch bewegen könntet. Die anderen Matrosen bleiben dann natürlich auch hier und löschen dann das Schiff, genauso wie Potro und ja, hier, Sabine braucht ihr auch nicht. Jaroslaus, Ogdan braucht ihr auch nicht, Ogdan hilft da auch. Die namenlosen Pyramiden brauchen wir sowieso nicht, weil die haben Namen. Ja, gut. Dann habt ihr hier Magister Kohlrab, Ephadaios, Myria bleibt an eurer Seite und die 4 Helden, die sich dann vor ihrem Kontor stehend unterhalten und jetzt überlegen, was sie als nächstes tun. Wo sind denn unsere Heldentoken hin? Die müsstest du neu rüberholen. Ich habe gerade alles gelöscht. Ah, sorry. Gut, Kiaras, ihr habt auch gute Verbindungen. Zu der Frau. Oh, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Ich nehme an, ihr könnt uns da einen guten Preis aushandeln. Meine Notizen sind auch weg, verdammt. Ja, ich werde es versuchen. Und nun, ich denke schon, dass ich Jamira. einige. Jamira Sabazai oder Sabaharani? Sahir. Hatte ich das nicht in meinem Charakter bin jetzt? Gut, ich nehme an, man kann euch damit alleine lassen. Ja, ich werde versuchen, so viele vernünftige Handelspartner wie möglich aufzutreiben. Und, naja, schaut euch nach jemandem um, der die Rotze kaufen möchte. Wir werden nämlich nächste Woche die Söldner bezahlen müssen. Ja, nun, ich denke, wenn wir Zwischenhändler umgehen, sollten wir vielleicht sogar etwas mehr herausholen, als das Material wert ist. Ich vertraue da euren Fähigkeiten. Ja, Ephadaios hat einen Eisenkragen umgelegt und seine Hände sind in Metall gegossen, wie es Magister Kohlra bereits prophezeite oder angeboten hat.